Corona haben wir eigentlich wirklich eine ganz neue Erfahrung, weil es eigentlich fast weltweit, also global gleichzeitig stattfindet. Dann kommt sicherlich die Phase der Krisenbewältigung, wo eigentlich alle voll Adrenalin versucht haben, eben diese ganzen beispiellosen Herausforderungen irgendwie zu meistern. Gesundheit ist einer der 14 Megatrends. Haben wir ganz verstärkt in den letzten Jahren auch bei uns gesehen, was wir sehr, sehr positiv erachten. Nachhaltigkeit ist wahrscheinlich das herausforderndste Thema. Es ist eine unternehmensweite Aufgabe, hier nachhaltig zu agieren. Was natürlich auf der Zunge brennt, ist natürlich die Frage an die Trendforscherin, wie sie denn jetzt eigentlich so die nächsten vielleicht ein, zwei Jahre sieht.